In diesem Video geht es nicht wie bei den anderen Basisübungen darum, den Gefühlskörper des unteren Menschen etwas hinauszusetzen und sich damit wieder zu verbinden oder mit dem Empfindungskörper des oberen Menschen hinauszuspüren und sich von dem mitnehmen zu lassen. Jetzt geht es um uns selbst. Stellen Sie sich wieder locker und aufrecht hin und fühlen Sie so in Ihren Körper, dass es sich anfängt, leicht und getragen zu fühlen. Greifen Sie mit Ihren Fingern vor Ihr Herz und haben Sie das Gefühl, das Zentrum des Herzens, Sie selbst, ergreifen Sie damit. Dann nehmen Sie das und stellen Sie etwa 1, 2 oder 3 Meter vor sich hin, so als würden Sie dort eine zweite Säule von sich selber hinstellen. Und sorgen Sie dafür mit Hilfe der Entschiedenheit in Ihren Händen, dass diese Säule auch dort bleibt. Und dann erlauben Sie Ihrem Körper loszulaufen und sich mit dieser Säule wieder zu verbinden. Und wahrscheinlich merken Sie, dass der Körper an dieser Stelle von ganz alleine stehen bleibt. Wenn der Körper nicht von alleine anfangen will, loszulaufen, Sie haben sich rausgesetzt, die Spannung, Sie spüren noch die Spannung, aber der Körper läuft noch nicht, dann helfen Sie ein bisschen, schieben Sie ein bisschen los und vielleicht läuft er dann ja doch von selber weiter und bleibt dann stehen, wo er ist. Und auch das Ankommen, das sollte jetzt kein Bremsen sein, wo ist es denn, sondern halten Sie das Vertrauen offen und plötzlich, zack, kommt er an. Es ist mehr wie ein Einschnappen als wie ein Bremsen. Machen Sie dasselbe auch rückwärts. Spüren Sie zu Ihrem Herzzentrum, zu Ihren Fingern. Stellen Sie sich selbst nach hinten wie eine Säule. Lassen Sie den Körper los. Und er stoppt. Wenn Sie das ein paar Mal geübt haben, dann können Sie dazu übergehen, das gleichzeitig zu machen. Sie stellen sich nach vorne, Ihre zweite Säule, laufen los und während Sie laufen, bevor Sie ankommen, entsteht, ohne dass Sie es tun, aktiv hinter Ihnen wieder die bereits rausgesetzte Säule. Sie müssen es nur wahrnehmen. Lassen Sie sich von der hinten angesetzten Säule anziehen und es entsteht die Säule vor Ihnen schon. Lassen Sie sich von dieser wieder anziehen und hinten sein, vorne sein, hinten sein, vorne sein. Versuchen Sie aber nicht, jetzt in ein Schaukeln zu kommen. Ich laufe vor und hinten sieht es mich schon. Und vorne zieht es mich schon. Nein, Sie haben sich rausgesetzt und Ihre vordere Säule empfängt Sie. Und dann zieht die hintere Säule. Vorne ist sie da, ich bin da und die vordere Säule zieht. Ankommen. Da entsteht sie. Ankommen. Zug. Schnappen Sie erst in Ihre Säule ein und dann kommt der Zug der zweiten Säule. Hinaussetzen, hinten sein, ankommen.
der Säule ankommen. Die Säule spüren. In dieser Übung geht es jetzt nicht um das Strömen oder um das Strahlen. Ich würde den Effekt eher mit einem Magneten vergleichen, der keine vermittelnde Materie, keine Substanz dazwischen braucht, der auf Distanz wirkt und wo etwas, was getrennt ist, sich anzieht und wenn es zusammenkommt, zur Ruhe kommt. Machen Sie es ruhig langsam, dann können Sie recht viel beobachten und auch schauen, dass Sie nicht ungewollt manipulieren. Bei Menschen denke ich in dieser Übung an das Ich. Die Qualität, wo man sich von sich selbst distanzieren kann, aber auch weiß, wann man wieder bei sich ist. Wo man auf zwei oder mehr Ebenen gleichzeitig tätig sein kann und spürt, dass auch das Gegenteil immer dazugehört. Versuchen Sie doch mal, ob Sie bei dieser Übung Qualitäten davon im Tun erspüren können.